Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Das letzte Mal haben wir Pinstripe besiegt und machen weiter mit The High Road. Die hohe Straße, die hohe Straße. Oh ja. Wenn schon zwei Leben ganz am Anfang angeboten werden, dann heißt das nur super. Und dieser Apfel sagt mir, ich kann da... Ei! Und wohin jetzt? Safe State. Wo bin ich jetzt drauf gelandet? Hä? Also 1, 2. Okay, das hat nicht geklappt. 1, 2. Danke für gar nichts, würde ich sagen. Okay. Safe State. Safe State. Und... Okay. War's das? Ja, anscheinend schon. Gut, dann können wir alles wieder zurückgehen und normal weiterspielen. Das ist natürlich ganz komisch, wenn man am Anfang sowas schon kriegt. I love it! Da war ein Wildhog, ein Wildschwein. Das ist natürlich super. Ah, wie weit kommt das? Yo, renn ruhig zurück, du Schwein! Moment, ich muss jetzt Safe State laden. Hallo. Ich möchte gerne ein Safe State laden. Danke, danke. Danke für Safe State laden. Hallo. Bist du eigentlich... Hallo. Hallo. Hallo, Leute, Safe State. Hallo. Irgendwie wieder gerade gar nichts. Ich raste hier aus. Ah, wollte mich eigentlich verarschen. Dann halt nicht. Ach toll. Ich dachte, das wären zwei Balken, nicht nur einer. Meine Herren. Okay, nochmal. Kann es sein, dass ich den letzten Part ganz schön viel Leben verloren habe? Hat ja super geklappt. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's, ohne Probleme, bitte. Ohne Probleme. Ja, super. I love it. Oh mein Gott, wie habe ich das denn... Da kriege ich das so genial hin, ne? Hey, meine Tastatur funktioniert gerade nicht. Das ist ganz schön blöd. Also wir müssen es ohne Safe State schaffen. Und ich habe... Oh, oh. Das war knapp. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ach so. Okay. Danke. War das jetzt schlau oder nicht? Ich glaube, das war gar nicht mal so schlau. Ah, wieder nach hinten. Und runterfallen. Und wieder nach hinten. Ohne Safe States. Ein Part ohne Safe States. Jetzt seht ihr mal, wie das sonst aussehen würde. Und zwar nicht wirklich besser, muss ich schon sagen. Aber dafür komme ich jetzt nicht in Versuchung und kann mal zeigen, dass ich das auch ohne schaffe. Komm, perfekt, aber auch. Boing. 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 Oh, Checkpoint. Oh, eigentlich dürfte ich hier ein Safe State setzen. Das ist unfair. Ah. Ist ein bisschen weit hinten, aber... Oh, oh. War das schlau oder nicht? Ja, ging noch. Nein! Oh, wieso geht kein Safe State? Ja, ich will es perfekt schaffen. Ich habe keine andere Wahl. Hier gerade was. Live in der Aufnahme probiere ich gerade was. Und zwar jetzt vielleicht. Nein! Safe State ist kaputt.
Safe-Stick kaputt. Ja, aber ich will es natürlich sofort perfekt schaffen, weil das Level kann man sofort perfekt schaffen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da hundertprozentig sicher, dass man dieses Level hier sofort schaffen kann. Auch ohne jeglichen Kristall, den man vielleicht noch am Ende benötigen könnte oder müsste. Denn ich will dieses Level nicht nochmal machen. Ich will ja alle Level sofort perfekt schaffen. Eigentlich. Aber wenn das so aussieht, dann ist das natürlich blöd. Okay. Nein! Wieder nach hinten laufen. Nach hinten laufen. Nach hinten laufen. Nach hinten laufen. Leute, das nervt. Gerade total. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das mit Safe State spiele. Um mich nicht aufzuregen, um euch nicht aufzuregen, um das Spiel irgendwann durchspielen zu können. Zu 100%. Wenn es nicht 100% wäre, ist ja gar kein Problem. Dann hätte ich es auch ohne Safe States gemacht. Aber ich will 100%. Ich will die 100. Ich will die 100. Oh, die zwei springen. So, hier haben wir die erste Bonuskarte. Jetzt warten wir lieber, bis das Ding hier vorne ist. Dann können wir auch so machen. Ach nee, lieber nicht. Lieber machen wir es ohne. Weil man weiß ja nie, wann man irgendwo runterfällt. Ja, wir gehen wieder zurück zur Map. Sonst kann ich nicht von Anfang an anfangen. Von Anfang an anfangen. Hä, und sehe ich das richtig? Hinten kreuzen sich irgendwie die Wege, dass man zwei Wege gehen kann. Naja, was soll's, mal schauen. Das klappt jetzt ganz super, ne? Auch wenn es immer knapp ist. Warte, ich nehme mal die. Jetzt verlieren wir auch ein paar Leben, dann ist es auch fair. Weil davor haben wir alle Leben gespeichert gekriegt, wegen dem Safe State. Und jetzt verlieren wir alle 70, die ich noch habe, oder wie viel das nur noch sind. Ganz ruhig. Dieses Wildschwein kriegt mich nicht. Und jetzt können wir weitergehen. Ein Spaß wird auch die Bonus-Stage. Da können wir natürlich nicht, auch nicht safe-staten. Und müssen diese sofort schaffen. Ist das schlau? Oh, ey. Nein. Ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert ist. Aber irgendwie habe ich überlebt. Jetzt kriege ich wieder ein paar Leben. Hab 80. So. Und da ist ein Wildhawk. Da springe ich mal elegant drüber. Lass das Wildhawk nicht auf mich zukommen. What the fuck? Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, mein Herz rast gerade. Wie crazy. Who's crazy? I'm crazy! Das läuft, das läuft, das läuft. Nein! Mir bleibt nur noch eine Möglichkeit und zwar so. Und dann müsste ich hier so. Oh! Und jetzt? Ja. Ich kann wieder in den, wie heißt es, in die Map. Keine Chance. Ich würde sagen, ich schneide dann bis zu dem Checkpoint, wo ich gerade war. Bis gleich. Ich habe vor lauter Aufregung total vergessen zu reden. Boah, ihr habt ja gesehen, was gerade passiert ist.
Oh, ich habe vergessen anzusagen, dass ich wieder da bin und so. Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh, voll aus Aufregung. Na, passiert. Passiert, Leute, tut mir leid. Puh. Das war schön. Wie mache ich das hier, Leute? Irgendwas mache ich auf jeden Fall falsch. Denn ich muss das irgendwie so regeln, dass ich das so mache. Und jetzt? Jetzt habe ich das Bonus nicht. Wisst ihr was? Ihr, das Bonuslevel mache ich gleich in den Anhang rein. Ich schaffe das Level perfekt offline. Oh, da ist auch noch das Ende. Oh, hätte ich das Bonuslevel geschafft, wäre alles vor. Gut. Ihr seht jetzt gleich noch ein kleines Stück vom Bonuslevel. Bzw. nicht ein kleines Stück, sondern das kommt. Was? Da stimmt aber irgendwas nicht. Wieso habe ich es perfekt? Ich habe Bonus nicht. Hä, zählt Bonus nicht dazu? Wurde ich die ganze Zeit verarscht? Lebe ich die ganze Zeit falsch? Lebe ich in einer Lüge? Trotzdem schneide ich das gleich da rein. Also, noch nicht ausmachen. Gleich kommt noch ein kleines Stückchen. So, Leute, da sind wir in der Bonusrunde und können loslegen. Ich will ein Safe State setzen, verdammt nochmal. Ich setze jetzt ein Safe State, egal. Kostet es, was es wolle. Ich kann einfach nicht mehr aus diesem Spiel raus, weil meine Tastatur eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Geil! Ich bin hier gerade komplett am Ausrasten. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen hier. Das Einzige, was ich will, ist einen verdammten Safe State setzen. Oh, es hat geklappt. Ein Wunder ist geschehen. Es hat geklappt, Leute. Es hat geklappt. Ich gehe gleich zu Gott beten. Danke, Jesus Christus. Meine Herren, Alter. Ah. Reg mich das schon wieder auf hier. So. Ich frage mich trotzdem immer noch, wie ich das hinkriegen soll. Hä? Aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mal. Ich kann hier gar nicht alle Kisten kriegen. Oder? Warte, wie hoch springe ich, wenn ich. Ich probier's mal. Vielleicht mit einem kleinen Bug. Glitch. Nee, kann ich nicht. Das war extrem dumm, fällt mir gerade auf. Ich muss sofort so weit springen wie möglich. Um dann jetzt von hier nach da alles zu bekommen, was ich bekommen kann. Und jetzt? Safe point. 40% Glied. Heißt das, ich muss diese Bonuslevel gar nicht machen? Sind die wirklich nur so ein Bonus? Ich bin total unsicher jetzt gerade. Naja, den Rest habt ihr gesehen. Ich sag dann mal, bis demnächst und tschö mit ö.